Leute, da ist der erste. Ein Hecht oder so wäre schön. Mal schön Pike. Ist ein Hecht? Ja! Yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots. Are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots. Are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose. Got... Moin, moin! Aus dem stürmischen Sachsen-Anhalt hier. Ja. Die Stelle, will ich nicht sagen, wird euch bekannt vorkommen, weil wenn es irgendwo beißt, warum sollte man da was ändern? Weißt du, natürlich kann man so für die Vielfalt und so immer mal ein paar andere Stellen anlaufen, beangeln. Könnte man für euch machen, ja, aber im Prinzip angeln wir ja für uns, so wie wir es am schönsten empfinden und nehmen euch da mit. Weil wir gehen jetzt ja nicht angeln, nur weil wir jetzt sagen, wir waren jetzt bei YouTube zweimal an derselben Stelle. Machen wir ja auch nicht. Wenn ihr selber draußen angeln geht und ihr wart an einer Stelle, wo es erfolgreich war, dann geht ihr auch nicht woanders hin. Deswegen machen wir es genauso. Also nicht wundern, wird euch alles bekannt vorkommen. Soll jetzt keine Rechenschaft sein, die ich euch abgebe, aber ich wollte es bloß mal gesagt haben, warum ich jetzt wieder hier sitze. Weil, genau, Thema Köderfisch. Das hat ja das letzte Mal auch gut geklappt. Heute haben wir natürlich, aber heute haben wir ein bisschen mehr Wind auf dem River, aber dafür ist es gefühlt wärmer als beim letzten Mal, das auf jeden Fall. Die Döbel sind auch wieder fleißig am Rauben hier vorne, da hat sich nichts verändert im Gegensatz zum letzten Mal. Ich weiß noch, dass da vorne an der Ecke eine gute Trift war, da hatte ich 3 Bisse gehabt das letzte Mal, hat er gerade eben auch wieder einen Biss gehabt, aber war bloß ganz kurz, dann haben wir losgelassen. Am Fisch hast du jetzt nichts gesehen. Das passiert nicht von alleine, das kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich mit Schnurrbürgen in Verbindung und hast du nicht gesehen, kann das passieren, aber wir reden uns mal ein, dass es ein Biss war und wenn die Chancen jetzt gut stehen. Ne? Ja, Vorgehensweise. Das Gute ist an der Posenrute, kannst halt einholen, wie du möchtest. Musst du sowieso hier machen. Gerade hier mit der Strömung musst du das sowieso machen. Also, ich habe eigentlich gedacht, dass das Köderfisch angeln, wenn du alleine bist mit 2 Ruten, so ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig ist, aber monoton. Kann es ja auf jeden Fall sein, aber ist es in dem Fall nicht, weil du bist halt ständig am Neue rauswerfen. Ne? Von daher passt das eigentlich, habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Zeige ich euch mal eine Montage. Schöne 12 Gramm Durchlaufpose. Wird hier gehalten von 2 Fadenstoppern. Vorzugsweise hier. Klein, dick und rund. Macht sich hier besser am Fluss, weil siehst du besser. Schlanke Posen verschwinden in der Silhouette sehr gerne. Silhouette, ihr wisst, was ich meine. Und da eignen sich hier einfach die dicken Posen besser. Wenn er die zu 2 Drittel ausbleibt und den letzten Drittel den Köderfisch überlasst, seid ihr da auf einer sicheren Seite. So habe ich es auf jeden Fall auch gemacht. 12 Gramm Pose, das passt sogar. Und 8 Gramm Blei, na, das sind 2 Drittel. Das weiß ich und das heißt nicht Mathe Genie. So, die linke Pose muss ich jetzt gleich wieder reinholen, weil da vorne am Ufer ist so ein bisschen geäst. Da bleibe ich gerne hängen. Aber no risk, no fun, weil das ist da die Stelle, wo es gebissen hat. Das ist meist so, ne? Dass die guten Spots dann da sind, wo auch mit Komplikationen zu rechnen ist. Aber gut, sei es drum. Es hat sich nichts geändert. Wie gesagt, führen wir das mal noch zu Ende. Hier auch ein Durchlaufblei mit einer Plastikhülse, um die Schnur zu schützen. Läuft ganz gut. Eine Perle, um meinen Knoten zu schützen. Da ist der Knoten, genau, wenn der Fokus kommen würde. Hier mein Wirbel und hier eine doppelte Schlaufe. Wer den Knoten wissen möchte, ist ein ganz normaler Clinch-Knoten. Hat sich bei mir seit Jahren so eingebürgert, dass ich den nehme. Also den habe ich selbst in Norwegen auch genommen. Und jeder, der schon mal in Norwegen war, weiß, dass es da
wesentlich größere Fische zu fangen gibt. Da ist es halt keine Seltenheit, dass du am Tag immer mal einen Meter Fisch hast. Ne? Ja, da hat sich der Knoten auch bewiesen, also kann ich ihn hier ruhigen Gewissens auch nehmen. Dann habe ich hier mein 80er monophiles Vorfach mit einer schönen Ockelei GNR. Hier ein kleineres Modell auf der Rute. Auf der anderen Rute habe ich ein etwas größeres Modell genommen, weil das jetzt auch mal eine weichere Rute ist. Das ist hier nämlich bloß, 80 bis 160 Gramm Wurfgewicht auf einer Länge von 3 Metern. Eine dreiteilige Steckrute der Marke Spro. Vollkommen ausreichend. Ist jetzt mein, wie gesagt, leichteres Gerät dafür. Die andere Rute ist meine, wer wird sie kennen, 3 Lips Karpfenrute. Auch vollkommen ausreichend für den Fluss. Ja, genug gesappelt, wie ich immer so schön sage. Jetzt fangen wir mal Fisch, würde ich sagen, oder? Leute, da ist der erste. Ich habe gedacht, der treibt hier bloß mit der Strömung mit, aber nee. Gucken wir mal, was wird hier. Schönes Ding, du. Hier direkt vom Ufer. Ich hoffe, es mal was mit 10. Ein Hecht oder so wäre schön. Mal schön Pike. Ist ein Hecht. Ja. Lass mal landen. So, Freunde, hat es geklappt, ein Körnerfisch. Schöner Pike. 64 cm. Schönes Ding. Weiter geht's. Ich habe gesagt, wir fangen erstmal Fische und dann wird weiter erzählt. Super. Sau. Geil. Kann man schon mal sagen. Ihr wisst, wie oft ich es am Fluss versuche mit Köderfisch auf Grund. Ihr wisst, wie oft es funktioniert hat. Jetzt sitze ich am zweiten Tag hintereinander hier. Das letzte Mal, wo ich hier war, hatte ich den Döbel gefangen. Gestern sozusagen. Für euch wird das dann wahrscheinlich ein bisschen zeitversetzt kommen, weil wir die Videos so schneiden müssen, wie sie kommen. Wir hatten nämlich schon ein bisschen vorproduziert. Jetzt sitze ich, wie gesagt, am zweiten Tag hier. Am zweiten Tag mit Köderfisch. Und habe am zweiten Tag einen Fisch gefangen mit Köderfisch. Aktiv mit Pose am Fluss. Tja, jetzt zieht man seine Lehren daraus, ne? Auf Grund mit Köderfisch, das funktioniert genauso gut. Also nicht genauso gut, es funktioniert. Es funktioniert, ja? Aber es ist halt was anderes, wenn du den Köderfisch ein bisschen Leben einhauchst, indem du ihn ein bisschen trüften lässt. Es ist einfach so. Ich habe das zum Beispiel bei Matze Koch gesehen, kann man ja so ganz offen sagen, weil wir holen uns ja natürlich auch sehr viel Input aus Videos, wie ihr natürlich hoffentlich auch aus unseren. Aber wenn man so die Videos sieht, die er produziert, er ist sehr oft an Flüssen. Aktiv, sowie, ich will mal nicht sagen passiv, aber ihr wisst, was ich meine, aufgrund auf jeden Fall. Und er hat halt prozentual gesehen wirklich sehr viel Erfolg mit Pose aktiv. Die Sache haben wir umgesetzt, die Sache hat funktioniert. Ich habe aus den Lehren das letztes Mal hier gezogen, dass ich halt wusste, das letzte Mal ist hier vorne ufernah gebissen. Okay, mit Köderfisch und Driften, das kann überall passieren. Aber ich würde sagen, ein Plan geht auf. Aktiv ist die Sache. Ich habe es mir so oft vorgenommen. Jetzt habe ich es Gott sei Dank hier probiert. Auf der anderen Seite ist immer noch Crowd in dem anderen Flussabschnitt, wo ich hin wollte. Gott sei Dank, dass es so ist, ansonsten hätte ich es hier nicht probiert. Läuft! Und wir haben noch nicht mal die heiße Phase. Mit der heißen Phase meine ich die Dämmerung. Schauen wir mal, was noch kommt. Also für mich reicht es schon. Ich bin schon zufrieden. Ich bin da auch gar nicht zu verfressen, will ich sagen, weil ihr wisst selber, wie oft es bei mir auf Köderfisch klappt. Wie Robert immer so schön sagt, alles was jetzt kommt, ist noch ein Bonus. Ist für mich so. Der 60, 64er Hecht reicht mir. Würde mir für heute den ganzen Tag schon reichen. Aber ja, nö. Schauen wir mal, was noch kommt. Ne? Vielleicht klappt es ja nochmal. Wäre natürlich super. Vorgehensweise hat sich nichts geändert.
zweimal Pose. Das Einzige, was ich halt immer mal ein bisschen mache, ich variiere natürlich mit den Tiefen. Das kannst du ja wunderbar machen. Ich habe jetzt auf der linken Rute das mal ausgekitzelt bis auf Grund. Da war ich bei 3 Meter, 3,5 Meter. Aber warum auf Grund anbieten, wenn ich die ganzen Köderfische vor allem auch hier einen halben Meter über den Ufer, beziehungsweise unter der Wasseroberfläche fange. Da brauche ich ja unten nicht rumdümpeln, wenn die Köderfische oder der Futterfisch oben ist. Da muss ich mich gleich mal um die Pose kümmern, weil die ist gerade im Schilf. Ja, dann warten wir jetzt mal die heiße Phase ab, mal gucken, was da kommt, ne? Da sind wir wieder. Jo. Wie ihr seht, der Eierwärmer ist auf dem Kopf. Ist nicht mehr so warm hier im schönen Deutschland. Aber insgesamt war das Wetter heute sehr angenehm, kannst du echt nichts sagen. Und ich habe sogar Raubfisch gefangen im Sonnenschein. Sagen ja viele, dass das immer ein bisschen zwiespaltig ist, dass das nicht so gut sein sollte. Aber ich habe dort die Theorie bewiesen, dass es auch so geht. Wie ich halt auch immer gerne sage, du musst einfach zur richtigen Zeit im richtigen Ort sein und da ist das Wetter eigentlich auch egal. Ja, das absolut und freut mich immer noch ganz, ganz doll, dass das wieder funktioniert hat mit Köderfisch. Ich kann es eben sagen, wieder. Sehr schön, ja. Jetzt, wie gesagt, kommt die Dunkelheit. Mal gucken, ob da jetzt vielleicht mit der Dunkelheit der ein oder andere Fisch zum Vorschein kommt, den man sonst tagsüber nicht so sieht. Zander zum Beispiel. Die sollen das ja mögen, die Dunkelheit. Wäre natürlich super, wenn das jetzt natürlich noch klappt. Wie ich schon vorhin gesagt hatte, alles was jetzt noch kommt, ist Bonus. Mir würde das jetzt schon vollkommen reichen. Aber warum sollte es nicht klappen? Ne? Die Ruten sind genauso scharf wie vorhin auch. Genauso wie die Haken. Das ist absolut. Ja, wer weiß, was noch kommt. So, erstmal wieder schön oldschool. Habe ich auch ewig nicht mehr gemacht. Ist mal schön. Upsala. Schmeiß weg. Ne? Lalalalala. Zwei Knicklichter an die Pose. Hat auch sein eigenes Flair auf jeden Fall. Knicklichtposen zu beobachten. Jeder kennt's. Der selber macht. Ja, dann gucken wir mal, was die Dunkelheit bringt. Bleibt mal noch ein bisschen dran. Ändern werde ich hier nichts. Ich werde ufernah angeln. Bisschen mit den Tiefen variieren und ja, was willst du machen? Die Pose treibt dir sowieso an verschiedene Stellen. Das ist eben auch das Gute, was ich jetzt mittlerweile mal so ein bisschen rauskristallisiert habe. Es ist halt einfach nicht langweilig, weil ich schmeiß jetzt zweimal auf Grund mit Köderfisch, da liegt die Monte. So hast du auf jeden Fall Bewegung mit deinen Ködern für dich selber. Ganz gut in der Jahreszeit, was da? Weißt du, wisst ihr. Von daher schauen wir mal, was jetzt da kommt. Bleibt mal schön dran, ne? Vogel der Nacht, flieg mit mir bis zum Mond. Herrlich, oder? Ah, eigentlich wollte ich mal Musiker werden, aber ich habe mich nie getraut, das irgendjemandem zu sagen. Jetzt wisst ihr's. Psst. Nee, Späßchen. Ich muss jetzt hier mal mit meiner Kopflampe ein bisschen Licht machen, weil meine Lampe an der Kamera, Grüße gehen raus an Robert, das Thema müssen wir mal noch besprechen, die kackt schon wieder ein bisschen ab. Naja gut, naja, sei es rum. Nee, war super heute. Wie ich schon vorhin gesagt habe, zum Nachmittag, eigentlich können wir schon einpacken. Mir hat der Hecht vollkommen gereicht. Ist er besser? Nee, passt schon. Mir hat der Hecht vollkommen gereicht. Hat so viel Spaß gemacht, gerade wie ich schon anfangs zu euch sagte. Es war der zweite Tag, wo ich hier war. Und es hat ja gleich wieder am zweiten Tag mit Köderfisch funktioniert. Geil, freut mich ungemein. Gerade, weil ich das Thema so lange im Kopf hatte, aktiv angeln mit Pose am Fluss. Ich hatte es so lange im Kopf gehabt, so oft versucht umzusetzen. Ich dachte immer, die Strömung und und hier und da. Und jetzt hast du einmal eine Stelle gefunden. Da hat es funktioniert. Gleich beim ersten und beim zweiten Mal. Ich habe zu Robert auch gesagt, dass beim dritten Mal wird das wahrscheinlich nicht wieder passieren. Das ist Glück. Ist immer so, angeln mit Köderfisch ist immer Glück. Da, ich will nicht sagen, hat viel mit Können zu tun, aber du musst halt wissen, wie du den Köder platzierst, wo und wann. Das ist halt das Wichtigste. Und dann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wie ich immer so schön sage, dann knallt das. Das hat jetzt zwei Tage hintereinander geknallt, zumindest heute einmal. Ich bin mehr als zufrieden. Wie ich schon sagte, ja,
das hat sich gelohnt, das hat sich gelohnt. Kann man sich jetzt mal wieder ein bisschen zurücklehnen, kann man wieder ein bisschen fiedern, ne? Hm? Nein, Spaß beiseite, ja. Ich muss das Thema mit Robert nochmal ausdiskutieren, weil die Stelle ist ja wirklich bloß für einen geeignet, um aktiv mit Köderfisch zu angeln, weil zu zweit dann mit Fiederrute, das könnte ein bisschen eng werden, aber das Thema bearbeiten Robert und ich. Ihr seht dann das Endprodukt und ihr könnt euch immer freuen, dass wir dann noch das meiste versuchen, da rauszuholen für euch. Ja, nee, es war schön, es war ein schöner Angeltag. Wetter hat auch mitgespielt um die Jahreszeit. Ich habe eigentlich zum Schluss jetzt gedacht, dass es nochmal knallt. Da hätte ich mit euch fast eine Wette machen können, weil dann nämlich mit einmal überall es geraubt hat. Links, rechts, vorne, hinten, oben, unten, überall. Ich vermute mal, da ist einfach mal ein dicker Schwarm Döbel reingezogen, der sich die Uckelein schmecken lassen hat. Ich habe da noch extra ein bisschen flacher gestellt mit meinen Posenruten, aber wollten sie nicht haben. Ist egal, wie ich schon sagte, der Hecht hat gezählt. Nicht gezählt, hat gereicht heute. War mehr wie ausreichend. Und ja, es hat funktioniert. Super. Ja, nee, wer es noch nicht gemacht hat, lässt auf jeden Fall ein Abo da. Schön, dass ihr wieder zugesehen habt. Macht einen Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke, wenn ihr in der Zukunft nichts verpassen wollt. Checkt gerne mal Instagram ab, da sind wir auch vertreten, sowie Facebook für die eine oder anderen Social Media Boys and Girls unter euch. Und dann, ja, bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen. Bis auf, bis zum nächsten Biss. Beim nächsten Mal ist Robert auch wieder dabei. Liebe geht raus und macht's gut, Männer und Frauen. Tschüss!